Mein Name ist Nancy Rosche. Ich arbeite seit über 10 Jahren bei der Arbeiterwohlfahrt als Altenpflegerin in der Sozialstation Süd in Chemnitz. Anlässlich unseres Chemnitzer Friedenstages möchten wir es uns zur Aufgabe machen, einmal auf den Krieg in der Ukraine aufmerksam zu machen, sowie auf die noch bestehende Corona-Lage und den damit verbundenen Herausforderungen. Ich stehe hier am Schlossteich in Chemnitz und habe mir diesen Friedensort ausgesucht, um in diesen besorgniserregenden und schweren Zeiten einmal mehr einen Ort der Ruhe zu finden. Einen Ort der Ruhe, welchen die Menschen in der Ukraine momentan sehnlichst suchen. Wir wünschen den Menschen in der Ukraine, dass sie diese Ruhe möglichst schnell finden, sowie den baldigen Frieden in ihrem Land. Zur aktuellen Corona-Lage möchte ich ebenfalls etwas sagen. Wir als Altenpfleger haben einmal gelernt, den alten Menschen als Individuum zu betrachten, sowie unabhängig von seinem Geschlecht, seiner Herkunft oder seines Glaubens, jeden Menschen gleich zu behandeln. Dies gilt ebenfalls für unsere Mitarbeiter, welche sowohl geimpft als auch ungeimpft bei uns tätig sind. Wir möchten keine Unterschiede untereinander machen oder womöglich Gräben zwischen uns entstehen lassen, denn wir werden weiterhin für ein friedliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft einstehen.